Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tourist Bus Simulator Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich nehme jetzt, wie im letzten Video mehr oder weniger, am Ende nochmal angemerkt, einen neuen Auftrag an. Wir haben hier noch aktuelle Aufträge, die der Fahrer bewältigt. Mittlerweile auch in der richtigen Reihenfolge. 20 Uhr und 22 Uhr am 15.06. Es gibt einen neuen Auftrag. Oh, es gibt zwei Aufträge, einen können wir nur nehmen, weil das würde kollidieren mit dem vom Fahrer. Sprich, es wird die Linie 101 El Matorral nach Puerto del Rosario, was ja beides prinzipiell um die Ecke ist, eine Fahrzeit von 1 Stunde 40 Minuten. Ich habe das Gefühl, ich fahre das ein oder andere Mal hin und zurück. Aber das ist nur so ein Feeling, weil. Ich schätze mal, normalerweise wird das. Castillo Caleta de Fuste? Wo war denn das nochmal? Das kann ich eigentlich wieder wegmachen. Genau, ansonsten, wir hätten ja eine Strecke, die nach hier geht für 20 Minuten. Ich würde fast sagen, das geht eine geht zum Airport, die 10 Minuten dauert. Ich schätze mal, das wird maximal 30 Minuten dauern oder 20 vielleicht. Also ich vermute mal, ich fahre es ein oder andere Mal hin und zurück. Ich werde es auf alle Fälle annehmen für 1360 Euro. Ich brauche ja das Geld. Ich habe ja 200.000 Schulden, 203.000 Schulden. Das heißt, das Geld muss erstmal wieder reinkommen. Deswegen ist es auch gut, dass der Fahrer ein bisschen beschäftigt ist und der Bus auch nicht rumsteht und genutzt wird. Heißt, Linien 101 El Matorral nehme ich jetzt an. Von 13 Uhr bis 14.40 Uhr fahre ich dann von El Matorral nach Puerto del Rosario. Annehmen, wunderbar. Und das Ganze geht ja um 13 Uhr los. Und ich springe um 12.45 Uhr hin. Und dann wollen wir mal die Linie 101 fahren. Erstmal raus zum Bus. Er ist wahrscheinlich jetzt mittlerweile wieder draußen oder ist er immer noch im. Der ist scheinbar noch in der Garage. Sehr schön. Genau, ich möchte gerne das dann halt so machen, dass ich halt einen Fahrer halt erst einstelle. Oh Gott. Dass ich erst einen Mechaniker einstelle, wenn ich halt die Schulden zurück habe oder halt der Bus halt wirklich sehr stark in Mitleidenschaft gezogen ist. Aktuell ist er ja bei 91% oder 92% besser gesagt. Also noch komplett im grünen Bereich, was das betrifft. So, Zündung starten. Ich bin gerade überlegen, habe ich hier noch den Monitor auf super hell oder den Kontrast, aber nicht. Nee, ist auf normal. Sonne geht langsam, naja, verschwindet langsam. Dann würde ich mal zurückfahren. Ich hoffe, das passt. Ich wollte glaube aber bin komplett mittig. So, ich muss dann auch gleich rechts in mich einlenken. Damit ich hier schön angenehm raus kann. Sollte reichen. Dann fahre ich jetzt zur Haltestelle von El Matorral. Okay, ist halt die Frage, okay, wie sieht die Linie aus? Wir fahren von hier entlang. Dann geht es einmal hier rund. Ich halte beim Airport halte ich ja nicht mal. Ich fahre trotzdem beim Airport lang, halte aber. Oh, wobei, scheinbar halte ich doch hier, oder? Ich bin verwirrt. Ich werde es ja gleich sehen. Ich habe das Gefühl, ich halte da auch noch, aber ich werde es ja gleich sehen. Erstmal nach El Matorral, bevor ich zeitlich es nicht ganz schaffe. Dann werde ich auch nochmal mein Handy rausholen und nochmal gucken. Danke, Windows Defender, dass du das Gerät überprüft hast. Deswegen bin ich gerade, für diejenigen, die sich gefragt haben, warum ich da so reingerasselt bin und warum es geleckt hat, weil der Windows Defender gerade mal wieder gearbeitet hat und herausgefunden hat, es gibt keine Bedrohungen. Immer diese schönen
Sachen und zum richtigen Zeitpunkt. War ja sehr unpassend zeitlich gesehen. Da kommt noch was. Kommt hier was? Nein. Dann kann ich hier nachfahren. Oha. Ich dachte, ich fahre geradeaus weiter. Wunderbar. Bin ich denn ganz drin? Ja, ich bin ganz drin. Ups, wollte ich nicht. Ein wunderschön. Also die Route geht von El Matorral zum Airport, dann nach Puerto del Rosario Centro, dann wieder Puerto del Rosario Centro nach Airport und nach El Matorral. Sind alle eingestiegen? Ja. Dann kann ich ja zur Abfahrtzeit springen. Und dann geht die wilde Fahrt los nach, erstmal zum Airport und dann nach El Matorral. Nach ich hab die Tür vergessen zu schließen. Jetzt höre ich auch den Blinker wieder, das hat mich nämlich am meisten verwirrt gehabt. So, dann fahre ich mal eben zum Airport. Von El Matorral zum Airport, dann weiter nach Puerto del Rosario. Immer schön der orangenen Linie folgen und nicht der gelben. Da kann auch nichts schief gehen. Aber schön, das, dann sind es ein paar Stops. Will er nicht fahren? Dann fahr ich halt. Da kenne ich ja nix. Wenn die KI nicht will, dann will ich halt. Dann fahr ich halt. Sehr schön. Und da gibt es auch Sinn, warum das Ganze so lange dauert hier. So, mal den Tempomat auf 48 stellen hier im MAN geht es ja. Im Gegensatz zu unserem Auto selber. So, dann schöne Buslinie folgen. Busspur zum Flughafen. Nur zu unserem Drop-off hier am Flughafen. Dann mit 31 km pro Stunde mit Tempomat schön hier ran vorbei. Ah, es ist cool, finde ich. Also, The Bus kommt ja auch am 25. März raus. Early Access. Ich muss jetzt erstmal wieder rechts halten. Genau. Also das wird, denke ich, der neue Teil. Ich habe das Gefühl, ich könnte auch hier rechts einfach fahren. Oder man müsste hier rechts fahren. Genau, wir wollen nicht so exiten den Airport, sondern wir sind ja der Bus. Wir müssen hier durch, wir sind kein Taxi, das heißt, es geht erstmal hier wieder weiter. Sprich, das heißt, ja, in diesem Monat wird es dann noch ein schon das erste Video zu The Bus geben im Early Access. Da wollte ich eigentlich hin, ich wollte noch nicht blinken. Jetzt muss ich blinken. Dann will ich mich hier rein. Und auch hier die Leute einsteigen lassen.
Gay. Gay. So, gucken wir mal, bis alle ausgestiegen sind. Sind scheinbar alle ausgestiegen. Bin ich denn zu früh oder bin ich zu spät oder noch nicht rechtzeitig? Ich brauche gar nicht zur Abfahrtzeit springen, denn offenbar gibt es einfach keine Uhrzeiten, abgesehen von wann es losgeht. Scheint mir zumindest so. Gut, dann Viertelstunde von A nach B. Gut, es gibt halt nur den Start. Ne? Also wäre halt schöner, wenn hier noch innen drin noch andere Zeiten mit dabei wären, aber gut. Alle ausgestiegen, alle ausgestiegen. Dann Türen wieder schließen. Und im Rückwärtsgang geht's dann jetzt erstmal hier aus dem Flughafen raus. Und weiter nach Puerto del Rosario. Das wollte ich jetzt nicht. Okay, ich darf eh nur 15 fahren, okay. Das ist ja nice, dass es sogar geht, dass man hier den Tempomat auf 17 oder so gerade in diesem Fall stellt. Wusste ich gar nicht, glaube ich, habe ich gar nicht gemacht. Boah, ich habe es nicht versucht, ich weiß es gar nicht mehr. Aber dann kullern wir mal 17 Kilometer pro Stunde erstmal hier raus. Das ist dann nach nach Puerto del Rosario geht. Von links eh nichts kommt. Und von rechts auch nicht. Kann ich einfach abbiegen. Tanken muss ich ja jetzt nicht mehr. Getankt habe ich ja schon. Ich habe voll getankt. Nachdem wir bei der Garage waren. Nachdem wir bei der Werkstatt waren. So. Aber ich muss schon sagen, ich finde die. Das gesamte Spiel ist natürlich super eng. Von daher ist es eigentlich auch in Ordnung, dass auch die Tankstellen eng sind. Ist ja auch super, finde ich auch gut. Also, dass es nicht so einfach gemacht ist. Dass es ein bisschen enger geschaltet wurde. Das ist natürlich eine andere Herausforderung. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie das dann in The Bus dargestellt wird von 2018er Berlin. Die ganze Linie ist ja aus 2018 dargestellt. Auch sehr, sehr komplex. Sehr, sehr komplex auch zum Teil gemacht. Was auch sehr nice ist. Ich denke mal, ich werde mich damit auch so ein bisschen beschäftigen. Was Schichtpläne war, ich glaube, es war schichtplanmäßig, was es betrifft. Später, wenn dann der ökonomische Modus da ist. Spätestens, allerspätestens dann. Aber auch zuvor werden wir gemeinsam dann jede Menge zu entdecken haben und Spaß haben können. Allerdings muss ich auch dazu sagen, grafisch gesehen wird es eher aufs Minimum hinauslaufen und nicht aufs Maximum, weil meine Grafikkarte mittlerweile zum Minimum geworden ist. So alt, wie sie mittlerweile schon ist. Auch bei New World beispielsweise, also bei einigen Spielen ist es eher so die Mindestanforderung als so was empfohlen ist. Die AMD Radeon 290. Stoppschild. Was blinkt denn da hinten so schön? Von rechts kommt nichts, von links kommt nichts. Sehr schön, dann geht's weiter. Zur Haltestelle hier in. Ach, ist die Haltestelle. Die alte Bucht ist das da vorne. Was so schön rumflackert. Ich darf mal weiter durchfahren. Sehr schön.
Container entdeckt. Dann schauen wir mal uns an, wie die Leute aussteigen. Einsteigen will hier gerade keiner. Aber alle wollen sie nach... Gut, einsteigen werden sie wahrscheinlich auf der gegenüberliegenden Seite. Hier wollen sie wahrscheinlich alle aussteigen, um Puerto del Rosario zu erkunden oder halt nach Hause zu wollen oder wie auch immer. Na gut, wir haben einige vom Flughafen mitgenommen, das darf ich auch nicht vergessen. Sehr schön, dann kann die Fahrt ja weitergehen. Auf die gegenüberliegende Seite. Hier rechts abbiegen. Ist doch, glaube ich, klüger erst abzubiegen und dann nicht so kurz vor dem Dings, vor der Haltestelle. Vor der Haltebucht. Oh, ist der Haltet nur Haltebuchten, also. Ich wollte nicht blinken. Links, rechts, links, rechts ist es eigentlich, aber gut. Wenn man falsch anfängt, dann kann man auch falsch beenden. Hauptsache, man sieht, dass nichts kommt. Okay, ich bin wieder leicht zu dicht rausgefahren, dann kann ich ja sogar schon weiterfahren. Hier an dieser Haltebucht vorbei. Das Hotel Aceitunas entdeckt. Oh Gott. Oh Gott. Wer Fehler in der Aussprache findet, wie immer, kann sie gerne berichtigen. Im Idealfall. In Lautschrift. Ergibt wenig Sinn, wenn ihr dasselbe, wenn ihr es genauso hinschreibt, wie es dort geschrieben ist. El Olivio Restaurant entdeckt. Und hier wollen wieder ein paar Leute mitfahren. Moin. Moin. Good morning. Vielleicht sogar die eine oder andere Person, die sogar zum Flughafen möchte. Da geht es nämlich jetzt auch wieder direkt hin. Auf direktem Wege zum Flughafen. Bisschen Herbst hier, ein paar Blätter sind hier runtergefallen. Genau. Jetzt halt. Airport und danach geht's wieder nach El Matorral. Ja, bin ich etwas über das Ziel hinausgeschossen, aber irgendwie, das heißt, der Doppelklick bremsen, doppelt S drücken, dann bremst man automatisch schnell. Okay, ja, jetzt funktioniert's. Jetzt, wenn ich's nochmal sage, wie es gemacht werden muss und es genauso mache wie zuvor auch, dann funktioniert's. Weird. Aber dann, wenn ich es benötige, punktiere ich es natürlich nicht. Von links kommt nichts. Dritte Ausfahrt im Kreisverkehr, die nehmen wir jetzt. Auch wieder die erste Ausfahrt raus beim Kreisverkehr dann und dann geht es dort wieder zurück zum Flughafen. Schauen, welche Tour ich dann als nächstes fahre. Also ich werde wahrscheinlich dann zumindest einen Tag vorspulen. Die zweite Ausfahrt diesmal. Aber das Ding ist, ich brauche noch 250.000 für die Garage, also für die Garagen, ja, für die Erweiterung, dass ich mir einen zweiten Bus kaufen kann.
Heißt, es sind schon mal 450.000, ohne den Bus überhaupt zu haben. Oder sagen wir mal, lieber 500.000. Es ist schon ein Batzen Geld, den ich erstmal anhäufen muss. Heißt, ich muss auch viel fahren, um neue Routen mitzubekommen, damit ich einen Fahrer drauf schicken kann, der dann quasi für mich passiv dann das Geld so ein bisschen einfährt. Aber da komme ich auch nochmal hin. Also das ist ja aktuell eher so ein Ding, was in fernerer Zukunft ist. Weil die trauen, weil es halt so ein Batzen Geld ist, den ich erstmal anhäufen muss, aber die wird auch noch kommen. Da wird alles noch passieren. Gemeinsam mit dem Fahrer und mir. Schön hier wieder am Flughafen vorbei. Und diesmal sogar an einer anderen Bushaltestelle. Ich muss sogar erstmal weiter durchfahren. Ah, ich find's nice, so dieses Hin und Her. Also von A nach B nach A. Finde ich gut. So ein Taxi-Simulator hat ja auch was, ne? Wo ich die Taxen da gerade sehe. Was? Taxis? Taxen ist ja... Ist ja, soweit ich mich erinnere, kein richtiges Wort. So, jetzt wieder mit 17 Kilometer aber schon noch rüber. Mit Cruise Control hier durch den Kreisverkehr durch. Dann halte ich da vorne in der Halterbucht. Dass es dann wieder zurück nach El Matorral geht. 1 Stunde 40, gut, ich 17 Uhr, es ist 14 Uhr 7. 1 Stunde 40 passt ja doch sogar. Aber es ist gut zu wissen, dass man eigentlich nur einmal zur Anfangszeit hinspringen muss und dann. Die andere Zeit ist quasi schon mit einberechnet. Karawane kommt rein. Und da steigt die Karawane noch aus. Es waren sogar schon alle gewesen. Dann kann ich die Türen wieder schließen. Parkbremse lösen, Rückwärtsgang. Und dann geht's zurück nach El Matorral zur Endhaltestelle. Okay. Nur mal Tempo mal rausnehmen. So, auf 16 Kilometer pro Stunde gondel ich dann wieder hier an der Tankstelle vorbei. Zurück nach El Matorral. Und dann gibt es auch 1360 Euro mehr in der Firmenkasse. Ich habe mal ein bisschen zu hoch eingestellt, aber gut. Wird hier nicht geblitzt. Es sind aber, soweit ich mich erinnere, und soweit ich weiß, nur feste Blitzer, die ein Geld aus der Tasche ziehen wollen. Und keine fahrenden wie jetzt in ATS und ETS 2. Ich frage mich ja, wie das dann in The Bus ist. Gut, wahrscheinlich wird es am Anfang das vielleicht nicht implementiert sein. Zumindest, dass ich jetzt mal einen Geldabzug bekomme, weil, soweit ich mich erinnere,
wurde ja, glaube ich, der Multiplayer eine Early Access Phase nach vorne verschoben, dafür der Economy Modus eine Phase nach hinten verschoben. Ich meine, in der zweiten Early Access Phase gibt es dann den Multiplayer und in der dritten dann den Economy Modus. So, jetzt geht's ja wieder rum nach El Matorral. Zum Kreisverkehr vor El Matorral. Und dann. Na gut. Habe ich mir die Vorfahrt wahrscheinlich wieder ein bisschen genommen hier. Dann endet unsere Fahrt wieder hier in El Matorral. Zwar noch ohne weitere Perks, also wir wahrscheinlich so bei 14% Zufriedenheit bleiben. Aber gut. Da ich halt einfach kein WLAN drin habe, kein WC und so weiter. Da ich, wie gesagt, erst nochmal aus den Schulden rauskommen möchte, bevor ich da noch weiter Geld rein investiere. Alle Haltestellen wurden angefahren, keine Fahrgäste wurden in Haltestellen zurückgelassen. Servicequalität 23, Unfälle einer. Einer? Ach ja, plus 75 Erfahrungspunkte. Sehr schön, ja klar, ich habe ja natürlich einen Unfall gehabt, da war ja was. Bei Skillpunkte sehe ich es nicht, da war ja was. Ich wollte eigentlich was mit den Erfahrungspunkten, ich bin aber noch Level 1 scheinbar. Mitarbeiter. Sieht man nur einen, nicht noch mich. Bei den Statistiken wird man es wahrscheinlich sehen, ne? Ja, ich bin noch Level 1. Eine Wertung von 8,9. Hat die Firma, glaube ich, ja. Dann geht es mal eben. Mit geschlossenen Türen natürlich. Zurück zum Depot. Damit der Fahrer dann auch den Bus nehmen kann für die zwei weiteren Touren, die er heute noch fahren wird. Der eine, glaube ich, um 19 Uhr, die andere um 22 Uhr. Stellen den Bus mal auch einfach so rein. Sehr schön. Dann finanzenmäßig soll es jetzt wieder auch ein bisschen Geld gegeben haben. Einnahmen? Nee. Doch, 1960. Sehr schön. Und dann habe ich diese Fahrt abgeschlossen. Dann dürfte ich auch diese Linienfahrt freigeschaltet haben, die dann der Fahrer auch fahren könnte. Vom Prinzip her. Oh, von Gran Tarajal nach La Yachit, La Lach. La Lach, nach La Lachita. Eine kurze Fahrt für 1570, 1 Stunde 55. Am 19.06. Der ist sogar frei. Der Auftrag, der ist sogar frei. Schichtplanmäßig sieht es gerade wie folgt aus. Der wird auch noch mal
gut Geld reinfahren. Genau, das sind noch Sachen, die er nicht machen kann, der Fahrer. Gut, ja, wahrscheinlich werde ich dann im nächsten Video dann die Linie 273 fahren. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Und dann im nächsten Video werde ich nochmal schauen, was es dann für Aufträge gibt. Denn bevor ich einen Auftrag starte, wird der Fahrer ja noch das ein oder andere fahren mit dem Bus. Der ist schon drauf zugewiesen. Sehr schön. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Tourist Bus Simulator Video wieder. Thank you.